Recht herzlich willkommen zur 147. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, der Dralo hatte mir noch geschrieben, ich sollte mal jetzt hier senkrecht aufsteigen. Soweit haben wir wohl alles richtig bis jetzt gemacht. Wir müssen nur ein Glow Minmus Orbit haben und dann können wir nochmal alles an Science machen. Das heißt, wir sollten jetzt einfach einmal aufsteigen, dann diesen Strich senkrecht nach unten machen mit E oder Q, je nachdem wie rum. Und wenn wir dann eine gewisse Höhe haben, einfach waagerecht losgehen, starten. Jetzt, ja, glaube ich einfach mal, dass wir jetzt hochfliegen und mehr brauchen wir erstmal nicht machen, ne? Triebwerk haben wir, glaube ich, ausgeschaltet oder wie war das? Jetzt sag mir mal einer. Da ist das. Warum mag er jetzt hier nicht mich? Das funktioniert alles. Aber ich krieg hier keine Steuerung hin. Ich weiß, dass ich das ausgemacht habe. Ja. Hier passt irgendwas nicht. Mir wird auch keine Ressource angeboten, ne? Ich habe hier auch keine Dingens. Irgendwas ist hier gerade faul. Wieso sehe ich die drei Jungs hier nicht unten eigentlich? Target Minmus Lander. Ach, ich habe was Falsches angewählt. Das ist es. Ich habe, glaube ich, diese Flagge angewählt. Kann das sein? Okay, dann... Wo ist der Crew Hatch? Deswegen dreht sich auch alles um die Flagge. Krass, oder? Ja. Target Minmus Lander. Nein, ich möchte nicht Target Minmus. Ich möchte gerne umschalten auf den Minmus Lander. Okay, das funktioniert dann so nicht. Ja. Machen wir einen EV den und dann können wir den wieder B machen und dann sind wir ja auch richtig so. Jetzt passt's auch, alles klar. So, Thruster können wir ein bisschen auf 10% mal gerade machen erstmal. Dann haben wir das wieder. So, jetzt sind wir auch da, wo wir hin wollten, ne? Apoapsis haben wir da oben high und sowas. Triapsis ist 59. So, dann würde ich sagen, können wir jetzt auch starten. So, da kommen wir langsam hoch. Die können wir wieder einfahren. Und der Dralo sagte ja, wir sollten mal das richtig drehen. Nach da unten hin. So, dann die Apoapsis ein bisschen mehr. Aber wir können jetzt auch das Triebwerk einfach auf Leistung bringen, ne? Damit wir höher kommen. So, passt, oder? So, starten einfach senkrecht hoch. Einmal gerade hier ein bisschen näher ran, wenn wir dann nachher umschalten wollen, dass wir schon passend sind. Und da können wir den sogar einschalten, ne? So. Sind wir schon auf 2000. hier bei 4. Und dann hat der Dralo gesagt, einfach Richtung Osten schwenken und alles ist gut, ne? So. Schlechter kann es nicht laufen, oder? So läuft's. So, dann mal einmal reingeguckt. Geht ja auch schon hier richtig los, so schön, ne, wie man sieht. 7,5 läuft, ne? So, und wie war das jetzt? Jetzt wollen wir erstmal aufrücken zur Apoapsis. Das hört sich doch schon mal gut an.
Können wir auch Warp hier machen, ne? Warp hier. Gut ist es. Dann wieder ausrichten auf den hier. Und dann einfach wieder ein bisschen Stoff machen hier, ne? So, dann sollte das auch alles wieder klappen hier. Und wir sollten auch einen Orbit hinkriegen hier in dem Dreh. Ja, geht relativ zügig. Das hatte der Dralomea auch gesagt, ne? Ist nur die Frage, ob das auch alles so ist, wie wir das uns vorstellen, ne? So. Gerade noch ein bisschen vorrutschen wieder. Und dann wieder beschleunigen. So, kommt da auch schon rum, wie man sieht. Apoapsis, Periapsis. Mach sie mal ruhig voll hier. So, alles ist gut. Oh, schon da zu viel, ne? Aber das ist jetzt auch egal erstmal. Hier haben wir genug, da haben wir genug. Aber irgendwo war das wohl was nicht so richtig geklappt, ne? Irgendwas ist falsch, aber ist halt so. Gut, irgendwie kommen wir dann dahin. Müssen wir mal gucken, wo. Jetzt wollen wir aber erstmal den Dingens machen hier. Dann gehen wir wieder raus und da muss jetzt einer aussteigen. Wo ist denn hier unser Gerät? Da oben ist es, ne? Genau. Dann lass doch mal gerade ein bisschen in die Sonne drehen, damit wir den auch sehen, richtig. Aber wir kommen gleich sowieso zur dunklen Seite, ne? Wer war denn der Wissenschaftler? Er hier. Dann macht er nochmal ein Eva. Und dann machen wir hier. Observe Mr. Rigaud. Nehmen wir mit. Reset. Können wir auch machen. Junior. Observe. Nehmen wir mit. Wo ist das Barometer? Da. Log Pressure. Nehmen wir mit. Log Pressure Data. Take Data. So habe ich das bei den anderen jetzt auch so gemacht. So, nochmal Observe. Ja, das ist ja hier. Keep Experiment. Und Collect Data. Das ist das Richtige. Remove. Dann wieder richtig machen. Dann Temperatur nochmal loggen. Und Take Data. So. Und hier müssen wir Collect Data machen. Und Restore. Gut. Dann war das alles richtig. So, jetzt R nochmal. Ein EVA-Report. Da gibt es nichts mehr zu reporten. Und dann können wir einsteigen. So, dann kommt die Meldung, dass da einer noch drin war. Cannot store. Okay. Ja, dann sind wir unterwegs. Ja, jetzt ist das natürlich doof, weil wir überhaupt nicht passend zum Dingens sind, ne? Zum Ziel, ja. Und da sind ja ganz viele unterwegs da, ne? Set as Target. Oh ne, da ist ein falsches Target jetzt. Ja.
Was macht er denn jetzt da oben? Naja, dann. Mal wieder zurück, ne? Kriege ich das auch als Target hin? Focus Kerbin, no target. Ich möchte Kerbin jetzt als Target haben, ne? Er springt da immer weg, ne? Ich weiß nicht warum. Ja, dann halt nicht, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Gut. Wir sind auf jeden Fall hier. Und müssen irgendwie unsere Bahn jetzt verbessern. Definitiv. So, ein Manöver. Das wäre dann so rum. Aber wirklich schön ist das auch nicht, ne? Lass es erst weg. Weil wir müssen erstmal auch High Ober. Obwohl würde ja jetzt schon Sinn machen, das zu korrigieren alles, ne? Add Manöver. Ich glaube, wir müssen das so machen. Genau. Und dann müssen wir den Minmus noch da. Den Körper noch da haben. Ich mache das jetzt mal einfach so. Ah, das war jetzt schon wieder alles doof hier. Ich glaube, wir machen das auf der anderen Seite. Dann sehen wir das auch. So, Add Manöver. Wir machen das so. Wir müssen da hin, ne? Ist ja mal gar nicht verkehrt dann. Variopsis. Okay. Da holen wir gleich irgendwo ab. So, das ist schon mal besser. Und das ist ja auch gar nicht verkehrt, ne? Das kann man so einigermaßen lassen, ne? Ja, das war dann zu viel. So, das ist dann erstmal weg von ihm und wir kreisen darum. Und dann müssen wir nur irgendwo da ein Manöver machen und kleiner werden, ne? Hm, passt schon. So. ...74,4 müssen wir da brennen. Also fast nix. Dann sind wir auf dem Weg. So, der ist noch auf der Seite. Passt eigentlich alles, oder? Aber wir müssen ja erstmal. Obwohl, wenn wir das. Wir können das ja auch hier machen, wenn wir unterwegs weg sind, ne? Ist ja auch kein Ding. Ja, ausrichten wir. Und dann, wenn wir da sind, einfach los die Sache, ne? So, Add Manöver, ne, nix, Add Manöver nicht, das war verkehrt, weg. Wo ab hier? Das wollen wir machen.
Müssen wir nochmal korrigieren. So. So passt's dann. Und rein theoretisch müsste das alles gut laufen, oder? Nur noch ein bisschen vor. Ups, das war zu viel, aber ist auch nicht so spielentscheidend bei der Entfernung, ne? So, jetzt starten wir das Ganze mal. Dann kommen wir da auch raus. Vom System. Kommt wieder eine Umlaufbahn von Körben und alles wird gut. Ja. So. Passt schon. Da werden wir, sind wir jetzt ein bisschen weiter raus, aber kommen wir auch mit klar, ne? War jetzt leider irgendwie nicht die X-Taste und Y-Taste vertauscht, ne? So, das kann weg. Jetzt müssen wir nur die Höhe dann haben, dass wir davon wegkommen. 15.000. Ab hier. Zwanzigtausend sind wir jetzt drüber, okay. Dann noch ein bisschen weiter. 50.000 mussten wir rüber, ne? Und dann müssen wir nochmal alles machen. Mal noch hier einen mehr machen. Dann sind wir vom Minimus schon weg. So. Das haben wir. Dann einmal bitte hier hin. Sonne ist da. Bob steigt nochmal aus. Und Bob macht nochmal ein paar Tests. So. Weiß nicht, ob wir den GU hatten oder nicht. Keep Experiment, Collect Data und Restore. Oh, Reset, nicht Restore, Reset haben wir schon, oder? Collect Data, irgendwas passt hier nicht. Ach so, Fenster ist aufgegangen, ne? So, Restore. Gut. Jetzt nochmal da, da, Take Data, dort, Lock Pressure, Take, Take Data und dann hier eh nochmal Observe, Take Data und Restore Reset Bay. Passt. Und er kann wieder boarden. So, jetzt haben wir den dann noch. Board anywhere. Gut. So, die sind jetzt erledigt, die Sachen. Und dann sind wir jetzt auf dem Weg nach Körben. So. So, bye bye Minmus oder wie war das, ne? Ja. Glaube ich, hab alles. Gucken wir mal zu, dass wir erstmal rüberkommen. Was macht er jetzt? Ah, jetzt geht's wieder mit dem Time Warp.
Okay. Immer so. So, und jetzt haben wir die Umlaufbahn umdingens erreicht. Um Körben erreicht. So, und dann müssen wir gucken, dass wir hier hinkommen und dann kleiner brennen, ne? Oder wie war das? Spielt das eine Rolle? Aber das ganze Werk, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.